Start ist also frei zu unserem 9. Tagesbewerb Prix André Gide mit 9 Teilnehmern, die 3 Sistekt, Diamant, Nichtstarter, somit die 9 Pferde beim Anfahren zur 2100 Meter Startmarke. Da sind sie jetzt etwa noch 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Am Start setzt sich Somebody's Diamond an die Spitze. Nach Namibia versucht hier eine gute Lage zu finden. Innen noch Virgil Venus. Somebody's Diamond in der Mitte der Bahn. Dazwischen Namibia, innen Virgil Venus. In 3 Spuren geht es also in die Stadionkurve. Virgil Venus hat seine Startnummer ausgenutzt. Die Spitze behauptet, außen Somebody's Diamond im Vormarsch. Namibia hat sich dahinter, hinter Virgil Venus, an die Innenkante gelegt. Auch die Favoritin American Dream in guter Lage. Nun schickt sich Somebody's Diamond an, von Virgil Venus die Spitze zu übernehmen. Dann drückt aber in Kürze auch die Favoritin gleich beim führenden Somebody's Diamond an. Somebody's Diamond nun begleitet von American Dream, dann Virgil Venus vor Namibia, sowie Comtes Bo. Dann sieht man noch Atmos Roh. Abschluss sind Tosca Queen und Credit Venus. Weiterhin Druck außen von American Dream auf Somebody's Diamond. Geht jetzt nun auf die Tribünen gerade. American Dream weiterhin mit Druck außen versucht, an Somebody's Diamond vorbeizugehen. Der hält aber noch die Innenkante. American Dream wird schon kräftig unterstützt und übernimmt nun eine Runde vor Schluss auch die Spitze. Und wurde Virgil Venus in die zweite Spur beordert, drückt in Kürze bei der Führenden an. Favoritentrio also voran, es führt American Dream vor Virgil Venus, dann Somebody's Diamond vor Namibia, dann nimmt man auch Gift Greenwood aus mit Comtes Bo, Atmos Ro sowie Tosca Queen und Credit Venus. Mitte der Überseite, Favoritin unter Druck gesetzt nun von Virgil Venus. Dann sieht man Somebody's Diamond mit Namibia aus dem Hintertreffen und eine Attacke von Tosca Queen. Virgil Venus übernimmt nun die Spitze, die Favoritin kann ja nicht mehr mitgehen, die angreifende Tosca Queen mit einem Fehler. Virgil Venus führt vor Namibia, dann kommt es Busch sehr stark auf. Auch Gift Greenwood versucht sich noch zu verbessern. Virgil Venus gestellt von Comtes Bo, die nun auch die Spitze übernimmt. Geht nun in die Führung, in den Einlauf hinein mit der Führung von Comtes Bo, die sich nun lösen konnte von Virgil Venus. Und Namibia auf Rang 3. Scheint ein Außenseitersieg zu werden. Comtes Bo wird immer länger. Comtes Bo nicht mehr zu schlagen. Gewinnt. Erster Lebenserfolg von Comtes Bo vor Virgil Venus, Namibia, Somebody's Diamond und Gift Greenwood.